So, sind wir wieder im Gästezimmer. Warum auch immer das Zimmer heißt, auch wenn es ein eigenes Haus ist, aber egal. So, Mr. Aragorn, am 24. Dezember, das variiert sogar, das habe ich gar nicht gewusst. Wie jetzt? Ja, Gästehaus, 24. Dezember sind wir heute. Seid Um gegrüßt. was geht's? Wir haben eine Storyline hier. Und wo steht das? Wenn du Seid reingehst und ich gegrüßt. bin Level Up. Ach so, ja. Annehmen. Ich glaube, wir müssen die Aufträge sogar machen hier. Ich glaube, wir müssen die Ja, es machen. gehört irgendwie nicht zu Dings. Aber ich glaube, er kriegt den Buchauftrag erst, wenn man das erledigt hat, Ja, oder? aber es gehört irgendwie nicht zu Bruchtal, weil sonst könnten wir die Aufträge nicht machen. Das ist viel zu niedrig. Ja, eben, das meine ich ja. Deshalb gehört es zum Buchauftrag, es steht noch nicht da. Und ich habe einen Klasseneigenschaftspunkt erhalten. Freudig. Ich habe sogar schon drei. Eins. Und durch den Rauf, kritische Chance, Nummer zwei. So. Ah, das ist diese eine Fertigkeit, die ich nicht hatte. Ups, das habe ich anscheinend seit dem Update vergessen. Ja, zum Glück passt du auf solche Sachen so gut auf. Ja. Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Hoffe ich. Wird nicht so wichtig sein. So mache ich das. Passt schon. Alles sortiert und hat sich. So, jetzt gehen wir ins letzte heimliegende Haus. Das letzte gammelige Haus. Ja, so auch. So Und eine. ich sag's euch, da drinnen kennt man sich nicht aus mehr. Ja, man weiß nie, ob was oben oder unten ist. Irgendwie. Ja, aber zum Glück weiß ich noch, wo Elrond platziert ist. Ja, den habe ich nicht gefunden, glaube ich. Einmal. Ja, jedenfalls gibt es einen Haufen Zeugs und das ist, ja. Du. Aber irgendwie schaut's cool aus. Das schon. Ich glaube, im zweiten Stock oben müsste es sein. Wenn nicht, dann haben wir jetzt eine halbe Folge vor uns, wo wir einfach nur die richtige Tür suchen. Ja. Und die Gildenhalle der Gelehrten ist es mal nicht. Die Ostveranda auch nicht. Ja. Ich glaube, die Bibliothek ist Ich es. glaube, wir sind auf das Problem gestoßen. Dann noch ein Stock höher. Alter. Bibliothek ist es, das weiß ich. Das stimmt, glaube ich, ja. Hey, es ist Musik. Ich höre Ja, Elronds Bibliothek. nur Grillen. Also Barbecue mit Was? Grillen. Oh Warte, und Gott. dann. Unten ist er. Ja, da. Elrond. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Der Hilfe gewähren? Halbelb. Finstere Tage werden kommen. Ah! Ich sehe es schon, das wird, das ist einfach ein Spannungshammer schlechthin. Das ist ja ein... Oh mein Gott, das ist ja so spannend hier. Also, ich glaube, wenn die es noch spannender machen, dann scheiße ich mich an. Jetzt kommt's gleich wieder, lauft nach Djibouti Nein. und holt irgendeinen Kack und dann Hey, hinter dir ist Gandalf. sprecht mit Aragorn in Bruchtal. Gott, wäre so lustig, wenn der Aragorn dich verarscht, spricht mit Aragorn im Bruchtal. Er gibt den Auftrag, spricht mit Aragorn woanders. Genau, das gibt's aber irgendwo, glaube ich, bei irgendwas. Ja, das ist Gab sowas mal, das so ist echt. dämlich. Und dann haben wir haben hier mal einen Auftrag gehabt, da ist dann 2 gestanden, also Nummer 2, gell? Bei Ja. einem Typen, das ist auch so voll eine Verarsche. Irgendwie. So, wieder zurück zu der Brücke. Übrigens, da links ist der Friedhof, den muss man verwenden, sobald man den Fluss darunter fliegt. Wahrscheinlich, ja. Ich Weil. spreche aus Erfahrung. Oder man portet sich raus. Nein, weil ab einem gewissen Abschnitt ist man Wanted Gale. Ah ja, stimmt, ganz am Ende dann. Und warum er da immer den Hügel raufreiten muss und dann wieder runter. Das ist ganz wichtig. VIPs müssen das nicht. Genau. VIP spielen das Spiel in einer Stunde durch, weil sie nichts müssen. Genau. Ein Level pro Auftrag. Das wäre irgendwie dann unlustig, wenn es so wäre. Irgendwie schon.
Aber VIPs können das. Und wieder da, 24. Dezember. Komischerweise Weihnachten. Nein. Seid gegrüßt. Wo ist dieser Kallenglatt? Ich habe da eine ganz, ganz schlechte Vermutung, wo der ist. In Bruchtal oder nichts? Nein. Es ist mal nicht meine Vermutung. Wo ist es? Sprecht was, bringt den Kack. Moment. Ist auf Tin und Dir. Oh, dann beginnen wir vielleicht mal Dings, dieses Gebiet, also Eventim. Ja, weil das könnten wir. Mit 29 passt das, glaube ich. Eventim. Also wenn der auf Tin und Dir ist, dann könnten wir so machen, dass wir den Auftrag mal bis dorthin lassen und dort dann weitermachen. Ja, da kommen wir eh vorbei im Prinzip auf Level 32 dann. Dann würde ich sagen, hauen wir mal ab, oder? Und dieser Auftrag zählt komischerweise zu den einsamen Landen. Und was machst du? Ich porte mich nach die Nordöen. Ach so, das machst du. Okay, dann mache ich das auch mal. Hey, und ich habe schon eine zweite Portfertigkeit. Na toll, das sagst du jetzt. Ja, aber zur Feste Gurov, und da war vorher mein Markstein auch, also ist das... Naja, ach so. Das waren zwei gleiche Fertigkeiten in dem Sinne. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, dass das... an meine Portfertigkeit, also mein Markstein ist. Und wo bleibst du? Ich schau gerade, ich will nur überprüfen, ob wirklich kein Buchauftrag ist, weil das ist so komisch irgendwie. Auf schon, einmal kein gell? Buchauftrag mehr. Weil die brauchen wir ja. Vielleicht beginnen die wieder erst in Dings, in Eventim. Das kann sein, aber weil ich bin ab mir jetzt nicht ab Level 30 kann man ja die Trollhöhen machen oder Eventim. Vielleicht ist deswegen so, haben sie das geändert, dass man dorthin muss und dass man mit dem Auftrag eh auch dorthin kommt. Kann sein. Vielleicht sollte es so sein. Aber ich glaube, Eventim wäre jetzt angebracht. Ja, nur das Problem ist, wir können uns nicht porten dorthin jetzt. Das heißt, was? Wir laufen. Ja, ist eigentlich hier nur zu weit weg. Ja, das ist wirklich... Das ist sehr weit weg. Warte, gehen wir über Pre, übers Auenland und dann nach Eventim oder über die Nord hin nach Eventim? Über die Nord. Weil der Haken an der Sache ist nämlich, dass da oben die Gegner auf Level 40 sind. Ja, stimmt. Oder 30 oder 40. Du kommst da oben bei diesen... Nein, da sind sie auf 33. Da ein Paraf... Ja. Es geht, dort gehen wir rüber. Es geht viel schneller. Ja, und dann, wir beginnen unten auf Bullenrasslers Wiese, also da leben noch Hobbits vom Auenland. Dann kommt eine große, ein großer Strand sozusagen. Dann Anuminas ist eine böse Hauptstadt, da werden wir sehr lange drin verweilen. Das ist kein Strand, oder? Naja, Wüste, halb Strand. Das ist so ein bisschen mit Salamandern und so komischen... Ja, das sind die Feuersalamander. Kreaturen. Ja... Da läuft einer mit Kriegsraus vorbei. So ein Cheater. Es ist quasi so wie ich fahre VW und er ein BMW. So ist der Vergleich. Das kommt auf den VW drauf an. Ja, okay. Okay, dann waren wir hier zum Glück noch nie. Ja, zum dritten Mal über die Brücke. So. Ich schau mal, ob ich irgendwas im Beuteler hab. Im Sack kein Beutel, aber da ist nix. Im Sack kein Beutlin? Genau. Naja. Ich schau echt toll aus ohne Zierwerk. Bin ich richtig sexy. Oh mein Gott. Moment mal, warte. Meine Mütze. Warte. Du wirst mich nicht wiedererkennen. Wobei das jetzt leider gar nicht so schlimm ausschaut. Ich schaue aus wie so ein Zwerg, so ein Gnom oder was. Moment mal. Hast du denselben Umhang wie ich? Grad, bei mir ist gerade übelster Lag. Warte, schau mal her, du hast dann glaube ich denselben Umhang wie ich. Echt? Sind wir ziemlich fail, ja. Ah ja. Aber meine Mütze übertriffst du nicht. Doch. Oh doch. Echt? Du wirst es nicht glauben, aber
Oder? Du meinst also? Ja. Komm, lauf weiter. Ich beobachte. Du kannst mich ja inspizieren. Ja, eh. Da geht das auch, weil das ist ja die Ausrüstung. So, ich tu besser wieder mein normales rein. Mhm, weil sonst musst du dich echt schämen. Und pass auf, wo du hinlaufst, gell? Bleib immer auf der Straße. Nein, ich folge dir. Ich kürze Schritt und Tritt. Hast du echt auf Folgen gedrückt? Nein. Übrigens, Folgen ist eine Funktion, wo man dem anderen nachrennt, ohne dass er, dass man selbst dann laufen muss. Also, ich sitze da und schaue mir den Bildschirm an. Drück auf F12, geh in die Ego-Perspektive und chille. Ja. Relax. Do it. What the fuck? Say ring ding ding ding. Nein. Du laufst in den Tod. Nicht wirklich. Ich gehe zum Stahlmeister. Zur Sicherheit. Ich sehe gerade nur deinen Rücken. Ja, dann ist das dein Problem. Und ich laufe jetzt in den Tod. Ja, kränkliche Fuchs zu meiner Rechten. Ich reite über die Felder von Fornost Richtung Evendim und in den sicheren Tod. Und in die sichere Peach. Was? Ja, Tod und so. Kennst du den Tod nicht? Der Mond geht gerade auf oder unter, eins von beiden. Er geht wahrscheinlich irgendwie unter, habe ich so das Gefühl. Ja, kann sein, nachdem es Westen ist, müsste er untergehen. Nein. Moment, nein. Du weißt schon, dass... Moment mal, geht die Sonne jetzt? Wo geht die Sonne auf? Wahrscheinlich im Osten. Vermutlich im Osten, sonst ist irgendwas faul. Ja, sonst hätte Japan nicht eine weiß-rote Flagge. What the fuck? Ja, aber... Frag mich nicht. In der Welt von Mittelerde liegt, glaube ich, nicht nirgends Japan. No. Frag doch Gandalf, er weiß es. Die Japaner sind überall. Nein, frag Gandalf, der weiß es. Ja, was würde Mittelerde da machen? Denn könnten sie keine solchen komischen HD... Warum HD? Ich meine, diese Kameras da, diese Einwegkameras produzieren. Was? Die Japaner-Kameras, da weißt du schon. Ja. Und sie hätten keine Wii U. Oh mein Gott, was würde Gandalf da den ganzen Tag machen? Wahrscheinlich hat er ja auch zocken. Gott, stell dir das vor. Man zockt sein eigenes Leben. Das wäre... Und du wirst angegriffen, weil sie erst bei dir gespawnt sind. Nein. Doch, du bist angegriffen worden. Und darauf folgt der unvermeidliche Tod. So, haben wir es dann bald vielleicht einmal? Ja, ich fahre schon. Wobei, ich fahre doch nicht, ich reite. Also ich lasse einen fahren, höchstens. Wie gesagt, das ist nicht sehr ratsam. Und jetzt bleib auf der Straße, gell? Nein. Hä? Ich reite. Jetzt Abend? Was? Schau, erweitert sie auf. Mein Gott. Ah, jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, das Wetter ist halt sehr wechselhaft heute. Wechselhaft? Mhm. Ist das nur ein Wechsel so, oder wie? Ja. Der Wechsel ist ein Gebirgspass. Ein Gebirgspass. 3 Milliarden Meter hoch. Und der Eidbrecher-Anführer. Und ich dachte, die schauen anders aus, die Eidbrecher. Und wir sind jetzt in Evendim. Und schwimmen besser über den Fluss und laufen nicht irgendwo. Wieso? Ah, die schöne Musik hört man, ja. Ich laufe jetzt geradeaus. Über die... Da, geradeaus. Wir können direkt nach Tin und Dir, wenn du willst. Ja, machen wir das mal. Ja. Übrigens, die Musik da, die habe ich gesungen, gell? Nur für alle. Naja, letztes Mal, wie wir gespielt haben, hast du sie mitgesungen. Oder hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Okay. Oh, schau, wechselhaftes Wetter wieder. Unbewegliche Wolken, sehr schön. Wieso?
Was ist? Boah, irgendwie höre ich die Grillen da draußen so laut. Das ist tragisch. Oh, rote Gegner. Ja. Und was grillen sie denn so? Chibabchichi. Steak. Und auf welchem Grill? Weber, der Grill, das Original. Das ist überhaupt keine Werbung. Aber, leise sein. Aber die Werbung. Schleichwerbung. Wieso? Ja, leise sein. Weißt du, schleichen. Weißt du, welche Klassen am besten Schleichwerbung machen? Schurken. Oh ja. Hier ist ein Hügelfuchs. Komm, lauf weiter. Nein. Wir strecken das Let's Play nur. Das war der Herr Fuchs. Oh mein Gott. Da drüben ist noch einer. Das sind überall Füchse. Die Gegner sind hier nur auf Level 1, also geht eh. Ja, ja, sicher. Naja. Achso, nach dem. Jedenfalls der See ist so groß wie er ausschaut auf der Karte. Und bei irgendeinem Auftrag muss man diese Insel da schwimmen auf die Tüllruinen. Da ziemlich in der Mitte, eher weiter links. Und ich glaube, das wird lustig, wenn wir dorthin schwimmen dürfen. Ja, das könnte ein Spaß werden. Ah ja, übrigens zu Anuminas, das war mal die Hauptstadt der Waldläufer im Norden und vorne das war die Festung, also die Burg sozusagen, das war die Stadt. Und die wurde eben von den Angmarin, den Menschen aus Angmar, erobert. Und woher weißt du das? Ich bin allwissend. Na zum Glück. Nein, ich habe das Buch gelesen. Ah. Nein, nein! Das passiert jedes Mal. So, endlich mal Musik wieder. Das ist Tin und Dia, da wird man auch oft herkommen. Ja, und ich flieg fast runter, da weil ich so scheiße bin. Das kann passieren. Und weißt du, was ich glaube, was jetzt passieren wird? Nach Bruchtal? Ja. Ah, das ist der falsche Typ. Nein, kann man nicht annehmen. Grauer Auftrag. Okay, dann. Du kannst ihn vielleicht annehmen. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich nehme Heiltränke. Natürlich ein roter Auftrag. Was machst du da? So. Geht nicht.